heiße Marita Natzke. Ich sage nicht mein Alter, weil ich ja immer schöner werde anstatt älter. Und bin Vorsitzende vom Hansa Fan Club Powerfrauen und gegründet 1998. Und wir sind heute 25 Jahre Fanclub. Wir sind damals, also ich bin immer da gewesen im Fanprojekt hier, was hier oben ja ist, in dem Fanhaus. Und da in dem Fanprojekt war damals immer noch Peter Schmidt. Und der war damals Fanbeauftragter. Und mit Peter Schmidt haben wir viel erzählt. Und da hat er mal gesagt zu mir, Marita, gründe du doch selber einen Fanclub. Und da habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Es war mir ein bisschen schwierig immer. Und dann habe ich es aber nach langem Hin und Her habe ich es dann nachher doch gemacht und habe dann die Powerfrauen. Ich habe gesagt, ich nehme nur Frauen und dann sagt er, ja, du musst dir noch einen Namen dafür auch ausdenken. Ne? Und dann haben die mir ein paar Vorschläge gemacht, da habe ich gesagt, Powerfrauen. Du siehst natürlich über Banner, über Fahnen, welche Fanclubs wieder alle da waren. Damals zu unserem Aufstieg haben wir die Nummernschilder angeguckt, hier 1995. Die kamen aus ganz MV, nicht nur aus MV Richtung Berlin. Und das ist natürlich schon klasse, wenn man dann sieht, diese Unterstützung. Und 25 Jahre ist natürlich eine lange Zeit. Und wir haben natürlich als Nachwuchsakademie ein sehr enges Verhältnis zu Oma Marita, die bei uns am Internat die Jungs betreut als Oma. Und das ist natürlich super schön. Ich glaube, das ist ein Mehrgewinn für unsere Jungs, aber auch für sie, die dann immer wieder täglich in Kontakt mit jungen Menschen ist. Und sie hilft uns da sehr, sehr viel. Wenn du einmal infiziert bist mit Hansa, dann hast du auch keine Chance mehr wegzukommen. Ne? Und 25 Jahre, wenn man überlegt, wie alt Hansa ist und wie lange die Mädels dabei sind, ist das doch schon eine wahnsinnig lange Zeit. Sie haben ja auch alles mitgemacht. Aufstiege, Abstiege, erste Liga, zweite Liga, dritte Liga. Ich glaube, so viel erlebt wie die Mädels hier haben nicht viele. Ne? Also wenn man sich das Klientel jetzt mal so anguckt, die werden ja doch alle jünger. Ne? Also finde ich, die haben schon richtig viel mitgemacht, gerade erste Liga-Zeiten. Ne? Ich war damals Geschäftsführerin von Lotto und Toto Mecklenburg-Vorpommern und wir haben OZ eingeführt, OZ die Sportwette. Dafür hatten wir ein Gewinnspiel konzipiert. Der Gewinn war eine Einladung in unsere Lotto-Loge und Marita hatte gewonnen. Und es war eine tolle Veranstaltung, ein toller Abend und Marita kam dann nochmal auf mich zu. Sie ist die Vorsitzende des Powerfrauen-Fanclubs, der einzige weibliche Fanclub hier von Hansa Rostock. Und ja, das habe ich aufgenommen, gefragt, ob das auch alles so in Ordnung ist. Aufsichtsgremien hat man ja, alle haben genickt, machen sie. Und dann waren doch recht oft die Powerfrauen bei uns zu Gast. Eine ganz, ganz tolle Zeit und auch eine erfolgreiche für Hansa. Schön war es immer, die Fahrten schon allein und naja, Bochum natürlich so ist unvergesslich und wo ich da den ganzen, da sind wir ja mit dem Sonderzug hin, muss ich jetzt nochmal so, da bin ich, konnte nicht mal eine Piccolo trinken. Ich bin von einem Abteil zu einem, von einem zum anderen gelaufen und habe die alle geschminkt und haben so, Hansa Mutti, komm her noch zu uns und so und dann kam, es war einmalig und so waren viele Fahrten, auch mit dem Bus und so. Wo ich dann immer viele geschminkt habe und so, also es war super. Das, ich weiß nicht, ob es heute noch so wäre, ist oder so, aber damals war es sehr schön. Es war toll. Wir hatten eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich muss sagen, die ganzen 25 Jahre. Thank you.
Hansa von Anfang an und da bleibst du auch Hansa.